Heute für euch die Geschichte des verbotenen Waldes, das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir die Geschichte des verbotenen Waldes behandeln, der in der gesamten Harry Potter Reihe als Schauplatz wichtiger Ereignisse für Harry, seine Freunde und seine Feinde dient. Wie viele von euch wissen, wird der verbotene Wald zum ersten Mal im Stein der Weisen als ein unheimlicher, dunkler Ort vorgestellt, den die Schüler weder betreten noch durchstreifen dürfen. Natürlich gibt es eine bedeutende Ausnahme von dieser Regel, und zwar wenn Schüler in Schwierigkeiten geraten bzw. sich schlecht oder falsch verhalten. Schüler, darunter Harry, Hermine Granger, Ronald Weasley und Draco Malfoy im ersten Teil der Reihe, wurden dazu verdonnert, in den verbotenen Wald reinzugehen. Diese Art von Strafe für die Schüler soll Hagrid bei den zufälligen Aufgaben helfen, die im Teil des Waldes durchgeführt werden, der sich auf dem Schulgelände befindet. Wenn man bedenkt, dass sie lediglich deshalb nachsitzen mussten, weil sie nach der Schlafenszeit draußen waren, stellt sich doch ernsthaft die Frage, wie die Strafe für das Betreten des Waldes ausgesehen hätte, wenn sie wirklich Zeit im Wald verbracht hätten. In jedem Fall möchte ich das heutige Video mit einer kurzen Zusammenfassung des verbotenen Waldes beginnen, wie wir ihn aus der Welt von Harry Potter kennen. Denn obwohl es viele fantastische Schauplätze und magische Orte gibt, die Harry und seine Freunde in den Romanen und Filmen besuchen, ist es möglicherweise nicht sofort ersichtlich, wie bedeutend der verbotene Wald für die Saga ist. Es ist typisch für verwunschene Wälder, unabhängig davon, ob sie mit heller oder dunkler Magie gefüllt sind, dass sie ein Ort der Verwandlung für diejenigen darstellen, die sie betreten. Mit dieser Aussage meine ich, dass magische Wälder oft als literarisches Mittel verwendet werden, um einen Katalysator für Veränderungen bei verschiedenen fiktiven Figuren darzustellen. Sie betreten den Wald in einer bestimmten Verfassung und verlassen ihn für immer verändert. Ich bin fest davon überzeugt, dass im verbotenen Wald zahlreiche solcher Verwandlungen stattfinden, auf die ich später in diesem Video näher eingehen werde. Aber meiner Meinung nach ist es recht offensichtlich, dass die wichtigste Verwandlung in der Saga ganz am Ende des 7. Buches, welches wie viele von euch wissen im 8. Film umgesetzt wurde, stattfindet und direkt den Hauptcharakter der Geschichte betrifft, Harry Potter. Die Szene, auf die ich mich beziehe, ist die, in der Harry den verbotenen Wald betritt, kurz bevor die Schlacht von Hogwarts ausbricht, als menschlicher Horcrux von Lord Voldemort. Harry ist bereit, sich der Unsterblichkeit zu stellen und das ultimative Opfer zu bringen, zu sterben, um den dunklen Lord ein für alle Mal zu besiegen. Doch wie wir alle wissen, scheitert Harry bei dem Versuch zu sterben auf irgendeine Art und Weise. Auf Harrys Reise ins Jenseits landet er in der Vorhölle und hat schließlich ein offenes und ehrliches Gespräch mit dem ehemaligen Schulleiter Albus Dumbledore. Danach kehrt er von den Toten zurück, ohne das Fragment von Voldemorts Seele noch in sich zu tragen. Ohne den Horcrux in seinem Inneren ist Harry nicht mehr mit dem dunklen Lord verbunden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Harry sich von einem Zauberer, der einen Horcrux beherbergte, zu einem sehr lebendigen und selbstbewussten jungen Zauberer entwickelt hat, der offensichtlich kein Horcrux mehr in sich trägt. Diese Verwandlung ist in der Tat bemerkenswert. Harry hat keine Verbindung mehr zu dem Bösewicht Lord Voldemort. Der Schauplatz des verbotenen Waldes für all das macht auch völlig Sinn, da dieser Ort zu den absoluten Lieblingsorten von J.K. Rowling in Hogwarts gehört. Natürlich ist dieser kleine Einblick in die Geschichte des Waldes selbst nicht unbedingt so relevant, doch er unterstützt die Idee, warum Rowling möglicherweise einen magischen Wald wie diesen ausgewählt hat, um Harrys letzte und entscheidende Verwandlung in der Saga darzustellen. Da wir nun verstehen, dass Rowling den Wald wahrscheinlich als einen bedeutsamen Ort erschaffen hat, an dem Harry endlich seine langjährige und unheilvolle Verbindung zu Voldemort überwinden kann, können wir uns den zahlreichen kleineren Verwandlungen und auch Ereignissen im Verlauf der Saga im Wald zuwenden. Beginnen wir mit dem ersten Buch, Der Stein der Weisen. Wie bereits zu Beginn des Videos kurz erwähnt, werden Harry, Hermine, Ron und Draco in der Stein der Weisen als eine Art Nachsitzstrafe in den verbotenen Wald geschickt. Sie sollen Hagrid bei dem Versuch begleiten, ein Einhorn zu finden, von dem bekannt war, dass es irgendwo in den dunklen Wäldern schwer verletzt wurde. Da Hagrid nicht gerade der beste Umgang mit Kindern liegt, erlaubte er der Gruppe, sich aufzuteilen, um ein größeres Gebiet bei der Suche nach dem verletzten Einhorn abzudecken. Harry und Draco trennen sich von den anderen und stoßen auf eine vermummte Gestalt, die sich am Blut des Einhorns labt, nachdem sie gesucht haben. Wie sich später herausstellt, handelt es sich bei dieser Kapuzengestalt in Wirklichkeit um eine schattenhafte Manifestation von Lord Voldemort.
In der unmittelbaren Nähe des dunklen Lords beginnt Harrys Narbe zu schmerzen und er verliert das Bewusstsein. Aber glücklicherweise findet ihn ein freundlicher Zentaur namens Firenze und hilft ihm zurück zum Schloss. Bevor er dies tut, erklärte Harry, dass das düstere, vermummte Wesen, das Harry beim Einhorn gesehen hat, tatsächlich Voldemort war, der versuchte, zu seiner vollen Stärke zurückzukehren, indem er das Blut des Einhorns trank. In Bezug auf die Verwandlung sehen wir hier, wie Voldemort den Weg zurück zu seiner vollen Macht als dunkler Lord sucht, indem er sich von dem schattenhaften Abbild seiner früheren Existenz befreit, in dem er mehr als ein Jahrzehnt gefangen war. Kommen wir zum Buch Nummer 2, die Kammer des Schreckens. Die Kammer des Schreckens enthüllt uns eine völlig neue Perspektive für die furchterregenden Kreaturen, die im verbotenen Wald lauern. Denn in diesem Teil der Saga lernen wir zum ersten Mal die Akkromantula-Kolonie des Waldes kennen. Eine Gruppe riesiger Spinnen, angeführt von der Akkromantula, die von Hagrid liebevoller Aragog genannt wird. In diesem Abschnitt wird Ron mit einer seiner größten Ängste konfrontiert: Spinnen. Und nicht nur irgendwelche Spinnen, sondern riesige. Rons Fähigkeit, Harry bei der Expedition in das Koloniegebiet zu begleiten, zeigt großen Mut und persönliches Wachstum. Obwohl es nur ein kleiner Schritt ist, können wir dies als unsere neue Transformation im verbotenen Wald in die Kammer des Schreckens betrachten. Machen wir weiter mit dem Buch Nummer 3, Der Gefangene von Azkaban. In diesem Buch gibt es mehrere Momente, in denen bestimmte Unterrichtsstunden über die Pflege magischer Geschöpfe im verbotenen Wald stattfinden, die wir in Der Gefangene von Azkaban auch sehr detailliert sehen. Hier unterrichtet Hagrid die Schüler beispielsweise über Hippogreife, und hier treffen wir auch zum ersten Mal auf Seidenschnabel. Natürlich spielt der verbotene Wald im weiteren Verlauf des Romans eine viel größere Rolle in Bezug auf die Entwicklungen. Zunächst flieht Lupin dorthin, nachdem er sich versehentlich in einen Werwolf verwandelt hat. Und vermutlich verwandelt er sich in diesem Wald auch wieder zurück in einen Menschen. Es gibt auch eine viel komplexere Verwandlung, die Harry gegen Ende von Der Gefangene von Azkaban im Wald erlebt. Am Schwarzen See im Wald sehen wir beinahe, wie die Dementoren die Seelen von Harry, Hermine und Sirius ergreifen. Aber erst nachdem eine zukünftige Version von Harry die Dementoren mit seinem Patronus vertreibt. Das macht den Wald zu dem allerersten Ort, an dem Harry erfolgreich seinen Patronus heraufbeschwört. Dies führt zu einer selbstbewussteren Version von Harry, die sich eingesteht, dass er zu mehr fähig sein könnte, als er vielleicht dachte. Kommen wir nun zum Feuerkelch. Im vierten Buch und Film wird der verbotene Wald dazu verwendet, die Drachen zu verstecken, die bei einer der Aufgaben des Trimagischen Turniers teilnehmen sollen. Professionelle Drachologen, darunter Rons älterer Bruder Charlie Weasley, versorgten die Drachen während ihrer Zeit im Wald. Später im Feuerkelch dient der Wald als Kulisse, in der ein abgekämpfter Bartemius Crouch Senior auftaucht. Es stellt sich jedoch heraus, dass die Person, die wir zuerst für Professor Mad-Eye Moody hielten, in Wirklichkeit Barty Crouch Junior in Verkleidung war. Kommen wir zum Buch Nummer 5, Der Orden des Phönix. Im Buch Der Orden des Phönix verbringen Harry, Ron und Hermine einen Großteil ihrer Zeit im verbotenen Wald, insbesondere in Verbindung mit dem gutmütigen Hagrid. Während einer seiner Kurse über die Pflege magischer Geschöpfe erfahren sie mehr über die mysteriösen Testrale. Diese pferdähnlichen magischen Wesen ziehen die Kutschen der Schüler vom Hogwarts-Express zum Schloss. Testrale sind für die meisten Menschen unsichtbar und können nur von denen gesehen werden, die den Tod erlebt haben. Dieses Detail wird später in der Saga wichtig, da es Harrys Traum nach dem Verlust von Sirius symbolisiert. Der verbotene Wald ist auch der Ort, an dem Hagrids Halbbruder Gorb eingeführt wird. Später in Der Orden des Phönix gelingt es Hermine, die fiese Professorin für Verteidigung gegen die dunklen Künste und später auch Schulleiterin Dolores Umbridge in den Wald zu locken. Sie gibt vor, dass Dumbledore im Wald eine mächtige Waffe versteckt hat. Obwohl Hermine wahrscheinlich keinen konkreten Plan hatte, geraten sie und die Gruppe in eine gefährliche Situation, als sie auf eine Herde Zentauren treffen und Umbridge sie natürlich auch noch beleidigt. Als Reaktion darauf wird sie von den Zentauren verschleppt. Harry und Hermine können der Situation entkommen, dank der rechtzeitigen Intervention. Das Buch Nummer 6, also Der Halbblutprinz, ist der einzige Teil der Reihe, in dem Harry und seine Freunde oder auch seine Feinde nicht den verbotenen Wald betreten, also gibt es dazu leider nicht viel zu erzählen. Kommen wir zum Buch Nummer 7, Die Heiligtümer des Todes. Wie könnte man vergessen, dass der verbotene Wald der Schauplatz ist, an dem Harry endlich Voldemort gegenübertritt, den Tod findet und aus seiner Version der Vorhölle zurückkehrt? All das in nur wenigen kurzen Szenen.
Dieser Handlungsstrang beginnt, als Voldemort Harry ein Ultimatum stellt, sich ihm zu stellen oder alle anderen für ihn leiden zu lassen. Schließlich begreift Harry, was er tun muss, betritt den verbotenen Wald und verwendet den Stein der Auferstehung, um ein letztes Mal die geliebten Menschen zu sehen, die er verloren hat, darunter seine Mutter, sein Vater, sein Patenonkel Sirius Black und Remus Lupin. Es scheint nur angemessen, dass ein solches Wiedersehen in der düsteren und mysteriösen Umgebung des verbotenen Waldes stattfindet. Nachdem er aus dem Besuch mit gestärktem Herzen zurückkehrt, lässt Harry den Stein in der Dunkelheit fallen und er verschwindet in den vielen Geheimnissen, die der verbotene Wald nun hütet. Später wird erwähnt, dass ein Zentaur, der an der Schlacht von Hogwarts teilnimmt, auf den Stein tritt und ihn im Waldboden versenkt, wo er für immer in einem unmarkierten Bereich des Waldes bleibt. Kommen wir zu einigen ehrenvollen Erwähnungen des verbotenen Waldes. Obwohl der Wald nicht annähernd so prominent ist wie die zuvor besprochenen Szenen, gibt es noch ein paar andere Aspekte in der Harry Potter-Reihe, die sich um den Wald drehen und eine Erwähnung vielleicht wert sind. Zunächst einmal wird in der Saga viel über die Neugier von Fred und George Weasley in Bezug auf den verbotenen Wald gesprochen, obwohl nie wirklich enthüllt wird, warum die Zwillinge so stark an diesem Waldgebiet interessiert waren. Aber wenn ich raten müsste, würde ich vielleicht vermuten, dass sie auf der Karte des Rumtreibers irgendwas Interessantes im Wald gesehen haben. Es wäre irgendwie schon interessant zu wissen, wonach sie genau im Wald gesucht haben. Wenn ihr euch dazu ein Video wünscht, schreibt es gerne in die Kommentare. Und vergessen wir nicht, dass Hagrids Hütte auch direkt am Rand des Waldes lag. Natürlich besuchte Harry Hagrid im Laufe der Saga häufig und hat immer etwas mitgenommen. Aber natürlich ist das nicht alles, sondern nur ein kleiner Einblick in die gesamte Geschichte des verbotenen Waldes. Denn unser lieber Harry besuchte Hogwarts nur für 6 kurze Jahre, denn im letzten Schuljahr war er ja auf der Jagd nach Horcruxen. Und so erhalten wir in den Chroniken von Harry Potter nur einen sehr begrenzten Einblick in das, was sich in diesem Wald über die Jahrhunderte hinweg abgespielt hat. Wann wurde er zum Beispiel als verbotener Wald benannt? Und warum? Und warum wurde dann direkt daneben eine Schule für Kinder erbaut? Wenn man all das bedenkt, gibt es wahrscheinlich eine unglaublich reiche Hintergrundgeschichte für diesen mysteriösen Ort. Schauen wir uns also die frühere Geschichte dieses furchterregenden Waldes einmal an, jedenfalls das, was wir wissen. Der verbotene Wald, wie er hauptsächlich unter den Schülern von Hogwarts bekannt ist, wird auch in der Welt der Zauberer als dunkler Wald bezeichnet. Wie wir bereits ausführlich besprochen haben, befindet sich ein Teil des Waldes auf dem Gelände von Hogwarts an den Rändern des Schulgeländes. Der Wald ist unglaublich alt und wurde bereits im 1. Jahrtausend erstmals urkundlich erwähnt. Es wird sogar angenommen, dass der Wald ursprünglich ein kleiner, einfacher Wald war, der nur von einer Herde einsamer Zentauren bewohnt und gepflegt wurde. Niemand weiß genau, wann er seinen heutigen Ruf erlangte, einige der dunkelsten und gefährlichsten magischen Kreaturen zu beherbergen oder wann er zu seiner heutigen Größe heranwuchs. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass der verbotene Wald auch einige freundlichere magische Wesen beherbergt. Da der Wald so uralt ist, ist er voll von knorrigen Buchen, Eichen, Kiefern und Eiben, die seit Jahrhunderten neben geheimnisvollen und unheimlich aussehenden schwarzen Blumen leben. Man sagt auch, dass der Wald viele Geheimnisse birgt, von denen die größere magische Gemeinschaft einfach nichts weiß. Da es kaum Besucher von außerhalb des Waldes gibt, gibt es nur sehr wenige Wege, außer in der Nähe der Eingänge. Selbst hier werden diejenigen, die sich in den Wald wagen, mit Dornen und großen Wurzeln konfrontiert, die das Passieren unglaublich schwierig machen und das Durchqueren des Gestrüpps erschweren. Und doch wissen wir von Figuren wie Bartemius Crouch Senior, der gegen Ende des Feuercakes aus dem verbotenen Wald stolperte, dass es möglich war, den Wald zu durchqueren und das Gelände von Hogwarts von der Außenwelt aus zu betreten, indem man sich einfach einen Weg durch den Wald bahnte. Allerdings nehme ich schon an, dass es bei all den dunklen und unheimlichen Kreaturen, die im Wald leben, wahrscheinlich nicht so ganz einfach ist, einfach hindurchzugehen. Trotz des hohen Schwierigkeitsgrades, den man braucht, um sich einen Weg durch den Wald zu bahnen, scheint es ein riesiges Versäumnis der Gründer von Hogwarts gewesen zu sein, keine Barriere oder irgendeine Art von Schutz zwischen dem Schulgelände und der Außenwelt errichtet zu haben. Aufgrund seiner Nähe zum Schulgelände und aufgrund dessen, was wir über den Standort von Hagrids Hütte wissen, ist es wahrscheinlich keine Überraschung, dass an der Grenze des verbotenen Waldes die Heimat vieler Hausmeister von Hogwarts war, einschließlich und vor allem von Rubius Hagrid. Und das war's wieder mit diesem Video und der Geschichte des verbotenen Waldes. Was meint ihr dazu? Habe ich etwas über die Geschichte des verbotenen Waldes verpasst?
Was denkt ihr über die Bedeutung dieses geheimnisvollen Ortes und seiner Nähe zu Hogwarts? Bitte teilt eure Gedanken in den Kommentaren. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.